der gestern Abend in einem Regionalzug bei Würzburg-Fahrgäste angegriffen und schwer verletzt hat. Die französische Hauptstadt Paris ist erneut wird von einem Anschlag erschüttert. Ein oder mehrere schwerer Anschlag hat Frankreich erschüttert. Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass im Prinzip jeden Tag an jedem Ort solche Taten verübt werden können. Zeilen dazu auf, zu Hause zu bleiben und öffentliche Plätze zu meiden. Der mit Axt und Messer bewaffnet in diesen Zug und verletzt eine Familie. Vor Ort in München im Einkaufszentrum zu erreichen. Ich höre 10 Sekunden Welt. Ein riesiges Gebäude aus Schrecken, schwer und starr. Stein, Streben aus Stahl, Konflikte ohne Anfang, alt wie Sprachen, Schatten, weit wie Kontinente. Ich möchte echt nicht wissen, was passiert ist. Typisch Medien. Einfach wieder irgendwas raussuchen, was jemand in einem Nebensatz genuschelt hat. Und Hauptsache Panik machen. Große Beiträge und Titelblätter. Was wäre, wenn ich bei dem einen dabei gewesen wäre? Naja, hätte, Fahrradkette. Das Leben ist wie die Zeit, einfach relativ. Ich kann nur eins mit Gewissheit sagen: Ich werde irgendwann sterben. Oder der Morgen wird einfach wieder ganz normal. Öde. 10 Sekunden Welt, Chaos und Stimmen, erdrückende Massen, Mauern aus Tod, jeden Tag höher, mehr Raum für Angst. Ich kann nichts ändern. Wenn man es so betrachtet, kann ich auch morgen früh von einem betrunkenen Autofahrer überfahren werden. Oder bei meinem Glück fällt mir ein Satellit auf den Kopf. Es ist diese Ungewissheit. Ein Fluch und Segen zugleich. Fuck! Was kotzt es mich an, dass dieser Gedanke da bleibt? Das war vor Paris, Brüssel und München noch nicht so. Diese Welt ist so komplex. Wie soll ich denn einen kleinen Unterschied machen? Wie soll ich denn einen Unterschied machen? Was kann ich machen? Einen Unterschied? Blöcke bewegen? Zerbrechen? Ich allein? Was, wenn keiner denkt wie ich? Doch was kann ich schon ausrichten? Hey, hörst du mich nicht? Hallo, ich rede mit dir. Hey, hallo. Kann ich überhaupt etwas verändern? Hey, schnell doch. Ist nicht so, redest du mit mir? Was sagst du nicht? Du hast mich doch. Hey, hallo. Willst du mich verarschen? Hey, ich rede mit dir. Hallo. Hey, was soll der Scheiß?